Guten Tag miteinander. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Räder, beziehungsweise mir geht es einfach darum, zum einen schnell zeigen, was ich mit den Rädern mache, wenn ich zurückkomme von der Rennstrecke. Jetzt geht es auch natürlich darum, um es nachher einlagern für den Winter. Was mache ich mit diesen Rädern? Einfach so wirklich Basics, aber wie behandle ich die Räder und auch was mache ich mit den Pneu etc. Weil wir wollen die ja auch vielleicht nächstes Jahr wieder fahren. Bei mir sind es jetzt wirklich Räder drauf, die nur auf der Rennstrecke gefahren werden. Die fahren auf der Straße nicht. Ich behandle es vielleicht ein bisschen anders als andere. Ihr seht es aber da hinten, liegt es schon. Was ich schon gemacht habe, gewaschen habe ich schon. Das ist der erste Teil, den ich immer mache. Das haben wir von Hand schnell waschen. Dann habe ich auch gerade Fehler kontrolliert. Jetzt irgendwo Beschädigungen oder irgendetwas. Als zweites tue ich Pumpen. Also ich lasse einmal ein bisschen ab. Im warmen Zustand fahre ich meistens 2 bis 2,2 Bar. Da ist einfach zu wenig, wenn ich wieder das nächste Mal die Rennstrecke gehe. Weil jetzt, wenn es kalt ist, dann habe ich vielleicht noch 1,8 oder 1,7 teilweise sogar. Darum, ich tue es einmal nach der Rennstrecke gerade wieder pumpen auf 2,5, 2,8 rum. Tue ich einmal schnell rein. Dass ich sicher wieder genug habe, wenn ich auf die Rennstrecke gehe, dass ich dort wieder rauslassen kann. Das zweite, was ich mache. Das dritte, was ich mache, ist, ich tue es anschreiben. Also, angeschrieben sind sie schon, aber ich stelle sicherstellen, dass sie wieder super angeschrieben sind, dass ich weiss, welcher ist vorne links, hinten rechts etc. Über das kann ich dann auch so ein bisschen das Verschleißbild anschauen. Wie sehen die Pneu aus, wie ist der Verschleiß? Fahre ich unter Umständen zu viel Sturz, zu wenig Sturz? Man sieht man relativ viel, aber für das muss man natürlich wissen, wo ist der Pneu gewesen. Weil nützt mir nichts, wenn ich das Verschleißbild anschaue und das Gefühl, ah ja, mal, da sieht jetzt noch spannend aus. Oder ich fahre ein bisschen zu viel Sturz oder ein bisschen zu wenig Sturz und stellt sich raus, ich schaue den Pneu hinten rechts an, habe gemeint, ich schaue den vorne links an. Darum, ich schreibe es einmal einfach an, dass ich weiss, welcher wo ist. Das ist das dritte, was ich mache. Und das vierte, was ich mache, ist die ganze, ich weiss nicht, wie man dem auf Englisch sagt, aber so die Gummiwurzeln, die einmal auf dem Profil kleben. Wenn man auf der Rennstrecke war, hat es meistens recht viel von denen drauf. Die kleben innerhalb der Felgen. Darum tue ich die Felgen auch abnehmen, um zu waschen. Weil wenn sie auf dem Auto drauf sind, kommt man kaum dort dazwischen. Es hat sehr viele Gummiwurzeln immer dort drin, das eben nehme ich alle komplett weg. Und ich nehme es auch von der Lauffläche weg. Ich mache das mit einem Heißluftföhn und einem Jabber. Es gibt nicht wahnsinnig viele gescheite Optionen für das. Es gibt noch so coole Geräte, die das machen. Die sind relativ teuer. Ich mache es jetzt zu wenig, als dass ich für mich so eine Anschaffung würde lohnen, weil die kosten, ich glaube, 600, 700, 800 Franken sind nicht ganz günstig. Ich mache es von Hand. Der Punkt, warum ich das mache, zum einen, wir können es auch drauf lassen und einfach wieder auf die Rennstrecke gehen. Wenn man es so macht, hat man in der Regel die ersten zwei Runden, wo einfach das ganze Auto ein bisschen schüttelt und dann sind die auch weg. Geht auch. Ich nehme es einfach drab und der andere Grund, warum ich es wegnehme, ist, so habe ich jeden einzelnen Pneu angeschaut, jedes Profil und alles super angeschaut, habe sichergestellt, dass nicht irgendwo ein Nagel drin steckt oder sonst irgendeine Beschädigung vorhanden ist. Und so habe ich dann die ganzen Räder überprüft und kann es wieder einlagern und kann es wieder beim nächsten Mal einfach rausnehmen und los geht's. Und muss nicht nochmal alles irgendwie überprüfen oder muss das Gefühl, ist eigentlich mal alles gut oder so. Ich sehe, es hat noch Profil, ich sehe, es ist alles gut, Felgen sind gut, Pneu sind gut, Ventile sind dicht. Da schaue ich einfach schnell an. Und dann mache ich nach dem Rennen, oder beziehungsweise jetzt ist es etwa eine Woche her. Einfach, ich mache es nach dem Rennen, dass ich es gemacht habe, bevor ich es einlagere. Und wenn ich es eingelagert habe, dann weiss ich gerade schon, ich kann es einfach zum Gestell ausnehmen und mitnehmen. Und das machen wir jetzt. Ich zeige euch jetzt schnell ein paar Fotos. Vom Waschen habe ich keine Fotos gemacht, aber sonst habe ich ein paar Fotos gemacht. Die zeige ich euch jetzt und nachher seht ihr, wie ich hier die ganzen Gummiwurzeln oben runter. Oben runter schaben ist eigentlich nicht wahnsinnig spannend, darum wird es auf dem Schnelldurchlauf sehen. Das machen wir jetzt und los geht's. Ja, und der Haufen da, Gummiwurzel ist jetzt übrig geblieben. Also man sieht, das ist doch schon einiges. Ist jetzt nicht
das ist jetzt kein Kilo oder so, aber es ist doch ein paar Gramm, die man da einfach nehmen kann. Und die Knie sehen dann am Schluss so aus. Auch da, mir ist nicht darum gegangen, dass er wieder aussieht wie neu, sondern einfach, dass so ein bisschen die ganzen richtig dicken Würste nicht mehr dran sind. Und ich schreibe es einmal gerade einfach noch an, hier vorne rechts. Und so sehen die jetzt fix fertig aus, gewaschen und geputzt und wieder parat zum Gefahren werden. Und jetzt werden die wieder eingelagert und dann sind die parat wieder für nächstes Jahr. Und das war es auch schon wieder für das Video von heute. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.